alle sagen heute Low Carb, bloß keinen Zucker. Ich habe alle probiert, alter Schwede. Was also ist es denn? Frisst die Hälfte Diät, Ananas-Diät, Kohlsuppendiät. Verrückt, ja. Ich kann nur sagen, Leute, wenn ihr abnehmen wollt, macht keine Diät, sondern stellt eure Ernährung um. Das eine ist ja eine ästhetische Frage mit Abnehmen. Das andere ist gesundheitlich. Ja, du willst ja auch einen Gleichklang herstellen. Das weiß ich aus vielen Interviews, die du gegeben hast. Dir ist ja sehr wichtig, diesen gesunden, fitten Körper in einen Gleichklang zu bringen mit deinem Kopf. Und mit der Seele. Und wann hat das irgendwann mal Klick gemacht, dass genau das das Ziel war? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, hat meine Frau unglaublich viel Einfluss drauf gehabt. Weil die war vorher schon sehr in diesem holistischen, ganzheitlichen Körper, Geist und Seele. Wenn du dich wohlfühlst im Körper, kommst du zur Ruhe, bist balancierter, weil ihr jetzt auch neben ihrem Singen viel Yoga unterrichtet und so. Und dem habe ich mich eigentlich so angeschlossen, habe gemerkt, wie gut mir das tut und wie gut es meinem Umfeld tut. Du bist ja ein sehr emotionaler Mensch, im Einzelfalle gefürchtet aus einzelnen Fernsehsendungen. In alten Zeiten. Der Soße flippt gleich wieder aus, brüllt hier rum, um Gottes Willen. Wenn jetzt heute einer im Straßenverkehr drängelt, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, wenn du mit einer fiesen Situation umgehen musst. Hat das auch was mit deinem Körper zu tun, wenn du das verarbeitest? Indirekt. Also da muss man eigentlich, weil die Situation kennen wir alle, irgendjemand motzt dich an oder zeigt dir einen Stinkefinger oder whatever im Verkehr, das ist so typisch. Da ist man ja ad hoc eigentlich erstmal so, dass man irgendwie ausrasten will. Ja? Und da gibt es einen Trick, den ich mache, eine Kurzzeitmeditation. Das ist jetzt für dich sehr wichtig. Ja, für uns alle und für die Zuschauer. Erzählen. Pass auf. Ja, so. Okay. Und zwar einfach, Frieden beginnt bei mir. Frieden beginnt bei mir. Aber da habe ich schon längst das Fenster runtergelassen. Nee, kannst du ja nicht. Du spielst hier gerade mit der Hand. Die linke ist frei. Hast du das Lenkrad in der Hand. Der Knie, so. Ist klar. Frieden beginnt bei Bosch. Nee, nicht so Frieden, sondern um dich zu beruhigen, musst du hier die einzelnen Fingerkuppen antasten, weil die eine Beruhigung schaffen. Frieden beginnt bei mir. Frieden beginnt bei mir. Das hilft? Mit diesen Worten, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frieden beginnt bei mir, beenden wir diese Sendung fast und entlassen Sie in die Nacht. Nicht ohne uns zu bedanken. Daniel Boschmann und ich sagen danke bei unserem Star heute Abend, Detlef de Soest, dem wahnsinnig sympathischen Gast, bei Elena Wolf, unserer unglaublichen Schnittchenassistentin aus Heusenstamm, die netteste Zahnärztin Westeuropas. Im Osten kenne ich nur wenige, aber das kann ich beurteilen. Und jetzt gibt es Live-Musik von der Sina Philips Band. Und Sina ist ausgebildete Musicalsängerin, hat eine Spitzentruppe mitgebracht und die drei werden uns jetzt was, Sina, zu Gehör bringen. Was hören wir von euch? Du willst mich nicht. Ich kann es gar nicht glauben. Das war's für heute Abend. Schönen Abend. Sehr gut. Das war von mir Nachtlaus. Auf Wiedersehen. Detlef D. Soest, meine Damen und Herren. Jörg und Daniel. Das lässt Sina Es ist vorbei. Allein vergessen, wie es war, bei dir zu sein. Es tut noch weh, doch ich komm klar. Kannst du mir sagen, was ich für dich war? Schon okay, das Leben geht weiter. Doch wenn mir drin sieht's anders aus. Und du weißt, es gab eine Zeit, da war ich dir meilenweit voraus. Doch nun wendet sich das Blatt, denn du checkst nicht, was du an mir hast. Alles Gejammer, ich hab so satt, schon viel zu viel durch dich verpasst. All die Blicke, all die Nächte, ich hoffe, du bist stolz darauf. Du willst mich nicht, scheiß auf dich. Diesmal in Mittendrin, wenn Schleppen Spaß macht. Das Fahrzeug fährt sich wie ein Traum. Wie der Schleppbetrieb am Flughafen Großes leistet. Tote los, alle fliegen lassen, raus! Und im neuen Flieger üben für den Ernstfall. In der ARD-Mediathek und morgen um 21 Uhr im HR-Fernsehen. Allen, die Lust auf eine absurd komische Krimi-Groteske haben, möchte ich Mord im Wüstenexpress empfehlen. Mit Annette Frier, Christoph Maria Herbst,
Kai Magnus Ding und ich darf auch noch mitsprechen. Jetzt in der ARD Audiothek. Viel Spaß, ihr Bastian Pastewka. Liegt da. Dankeschön, guten Appetit, Wiederschauen. Servus. Servus. Was soll denn der kosten? Was? Was der kosten soll? Wer? Na, der Sessel. 200. Ja, freilich. Jetzt spinnst du aber. Für einen 100er hätte ich ihn nehmen. 250. Gerade hätte er noch 200 kostet. In diesem Sessel, junger Mann, ruhte bereits seine Heiligkeit, der Dalai Lama. Aha. Und wie lange? Ja, so lange, bis er aufstehen musste, um von König Karl Gustav den Friedensnobelpreis entgegenzunehmen. Also ich widerspreche Ihnen ja nur ungern, aber dieser Friedensnobelpreis war 1989. Und da gab es die Werkstatt, die den Sessel hergestellt hat, noch gar nicht. Blöd, gell? 220, weil die gar so gescheit sind. 150, weil es gar so klungen haben. Abgemacht. Das hat jetzt mit dem Thema gar nichts zu tun, aber glauben Sie an die Liebe auf den ersten Blick? Oder soll ich morgen noch mal vorbeischauen? Sind Sie nicht ein bisschen zu alt für solche Anmachsprüche? Und Sie? Sind Sie nicht ein bisschen zu jung für so viele schwarze Klamotten? Servus. Danke. Das ist die Zara Leander, der Liebling von meiner Mama. Ja, trotzdem zu laut. Was willst du mit den alten Hirschen? Das ist ein Rentier. Jetzt komm mit auf die Duld. Ich habe einen Interessenten. Was hast du denn da für eine Jacke an? Eine Jacke halt. Das ist die Jacke vom Wolfgang. Ja. Mir war es ein bisschen kalt und da habe ich halt gedacht, ich zieh's. Luzi, komm, bitte. Die Jacke bleibt bitte da, wo sie immer war. An seiner Stuhllehne, an seinem Schreibtisch. Und sein Hut bleibt an der Garderobe und seine Zigarren in der Schublade und seine Sachen zu Hause im Schrank. Andrea, schau! Andrea! Der Wolfi ist jetzt seit einem halben Jahr unter der Erde. Irgendwann müssen wir schon wieder... Ich will aber, dass alles so bleibt, wie es war. So als ob er noch da wäre. So als ob er jeden Moment zurückkommen würde von seinen Einkaufstouren. Das Auto vollgeladen mit Kunst und Trödel und Antiquitäten. Und verstehst du das denn nicht? Ob ich das nicht verstehe? Ich habe meinen einzigen Sohn verloren.
Was ist denn das für ein Foto? Was ist das für ein Hund? Kennst du den Hund? Nie gesehen. Lilly heißt er. Das ist ja Wolfgangs Handschrift. Was hat der mit dieser Lilly zu tun? Das habe ich ja ganz vergessen. Der Weigert hat angerufen. Weißt du, die Miete ist überfällig. Ja. Das mache ich dann heute Abend. Ich muss los. Halteverbot. Kennst mich ja. Nächstes Mal bleib ich länger. Aus wie. Lilly! Das kann doch gar nicht sein. Das gibt's doch gar nicht. Sie sind über die 10 gefahren. Was? Wer? Der rote Sportwagen. Sie wissen, wem der gehört? Na, logisch. Ja, wem? Trinken Sie mit mir eine Tasse Kaffee, dann sage ich es Ihnen. Das kriege ich auch über die Zulassungsstelle raus. MWE 194. Ja, schon, aber bei mir ging es halt schneller. Gut, Sie sagen mir, wem der Sportwagen gehört, und ich schenke Ihnen den Sessel hier. Und wer hat da schon drauf gesessen? Sophia Loren? Möglich, ja. Also bei mir in der Werkstatt hinten, da steht eine erstklassige Espressomaschine. Mit Milch ohne Zucker.
Ja, da sehen Sie es aber. Ein Mann, der bereits den Friedensengel vergoldet hat, das kann doch kein schlechter Mensch sein. Ja, dann passen Sie mal auf, dass Ihnen kein Heiligenschein wächst. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Damit das nicht passiert, würde ich mich wahnsinnig gerne mit Ihnen verabreden. Vollkommen ausgeschlossen. Wieso? Ich bin ein äußerst unterhaltsamer Mensch. Mit mir kann man jede Menge Spaß haben. Ich brauche keinen Spaß, ich bin Witwe. Und ich liebe meinen Mann bis über den Tod hinaus. Mei. Wenn um mich einmal jemand so trauern wird, auf der Stelle tät ich sterben. Gern. Aber vorher sagen Sie mir noch, wem der rote Sportwagen gehört. Jetzt alle Stühle, die da draußen waren? Mhm. Na, das wird schon reichen. Einmal mussten wir uns ja kennenlernen. Wie kommen Sie dazu, meinem Mann Blumen aufs Grab zu legen? Weil er Frühlingsblumen geliebt hat. Für Wolfgang gab es nichts Schöneres als einen bunten Frühlingsblumenstrauß. Nennen Sie meinen Mann gefälligst nicht beim Vornamen. Ich habe ohnehin immer mein Engel zu ihm gesagt. Mein Engel. Mein Engel. Dann sind Sie eine Jugendliebe. Eine Jugendliebe? Nein. Obwohl, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass wir uns kennengelernt haben. Wollen Sie damit andeuten, dass Sie und mein Mann eine Affäre hatten während unserer Ehe? Das ist wirklich dreist! Das war keine Affäre. Das war eine ganze Welt, die wir zusammen hatten. Sie und mein Mann? Ich und Ihr Mann. Niemals. Sie wollten es wissen. Und ob Sie das jetzt glauben oder nicht, ist für mich ganz unerheblich. Und wie oft, ich meine, wie lange hätte dann diese angebliche Affäre gedauert? 11 Jahre. Bis zu seinem Tod. Elf Jahre. Kreislauf tropfen. Geh, Mädel, glaub doch sowas nicht. Da will sie bloß jemand wichtig machen. Nie im Leben hat mein Wolfi dich betrogen. Ja, nie im Leben. Sag's nur, um Mami zu trösten. Na, er hat dich geliebt. Von der ersten bis zu seiner letzten Stunde. Er war glücklich mit dir. Das hat er mir immer wieder gesagt. Wie kommt dann diese arrogante Ziege dazu, sowas zu behaupten? Kann doch jeder daherkommen. Jetzt, wo er tot ist, der Wolfi und sie nicht mehr wehren kann. Wer ist denn das Flitscherl, das sowas behauptet? Elisabeth von Greifenstein, so eine Buchdings. Wissenschaftlerin, Kunst und Architektur. Eine Adelige? Okay. Grüß Gott, Versteckenreiter. Ja, es geschehen ja Zeichen und Wunder. Erwischt man Sie tatsächlich einmal persönlich? Herr Weigert, das ist aber nett. Hallo, wie geht's Ihnen denn? Ja, wenn ich die Miete von den letzten 3 Monaten auf meinem Konto hätte, dann ging's mir unglaublich gut. Es tut mir wirklich sehr leid hier. Geht's im Moment drunter und drüber. Sie wissen ja, mein Mann und dann die Duld. Und er hat sich ja immer um alles Schriftliche gekümmert. Ich hätte einen solventen Nachmieter, der sich für diese Räumlichkeiten hier interessieren hat. Für meinen Laden? Das kommt ja gar nicht in Frage. Dieses Geschäft ist unser Lebensinhalt. Wenn in 2 Tagen nicht die überfällige Miete auf mein Konto ist, dann lasse ich einen Kuckuck auf das ganze Grafel kleben.
Haben wir uns verstanden? Hammer. Lauter Blitz! Was kann ich schon dazu schießen? Aber viel ist nicht bei meiner kleinen Rente. Was ist denn mit dir? Ja, bitte. Ja, Rechnung von der Autowerkstatt. Ja, wie ist das Kennzeichen? MWE 1948. Das Kennzeichen haben wir gar nicht. Wir nicht, aber Sie. Wer? Die Adelige. Er hat ihre Rechnung bezahlt. Sie war seine Geliebte. Mein Sohn hat keine Geliebte gehabt. Ja, Luzi, dann guck mal, was das hier ist. Ein Dauerauftrag. Hm? Von seinem Konto auf das Konto Buchhandlung Greifenstein. Hier 1000 Euro im Monat. Und das seit Jahren. Ich weiß nicht, wie ich die Miete bezahlen soll. Und er hat es hier hinten und vorne reingeschoben. So waren es immer schon, die Aristokraten. Leben in Saus und Braus und das gemeine Volk muss bluten. Wo fährst denn hin, Mädi? Jeder Tag ist ein Geschenk, jeder Tag ist Lebenszeit, in der wir ganz überraschend dem Glück begegnen könnten. Pater Andreas, der dieses Buch geschrieben hat, dem wir das zu verdanken haben, weiß, was der Seele gut tut und er weiß, was unser Herz braucht, damit wir inneren Frieden und Ruhe finden. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Pater Andreas. Das Thema heute lautet Leidenschaft. Es gibt nur einen angeborenen Irrtum, und es ist der, dass wir da sind, um glücklich zu sein. Das ist ein Zitat von Arthur Schopenhauer, der weiß Gott keine Frohnatur war. Und dennoch steckt in diesem Satz ein Stück Wahrheit. Sie entschuldigen. Das Universum wurde nicht erschaffen, damit die Menschen sich wohlfühlen. Glück ist kein Konsumartikel. Es ist nicht verfügbar wie Hufeisen. Wo und wie oft haben Sie meinen Mann getroffen? Ich bitte Sie, das ist doch hier nicht der Moment, um über solche Dinge zu sprechen. Schornsteinfeger oder Hasenpfoten. Was haben Sie zusammen unternommen? Über was haben Sie geredet? Wo und wann haben Sie miteinander geschlafen? Jetzt reißen Sie sich doch zusammen. Entschuldigung! Nein! Ich will alles wissen, alles, alles! Und ich schwöre Ihnen, ich werde so lange wiederkommen, bis ich bis ins letzte Detail informiert bin! Je mehr wir dem Glück hinterherjagen, desto weniger werden wir es erreichen. Glück ist ein Zustand, für den man bereit sein muss. Hallo! Kommen Sie. Ich bringe Sie weg von hier. Sie sollten das Ganze vielleicht ein bisschen anders sehen. So, als ob Ihr Mann, wie soll ich sagen, ab und zu ein gutes Schnitzel gegessen hätte. Schnitzel? Ja, schauen Sie, so ein Ehebruch, das gibt einer Ehe doch auch eine gewisse Stabilität. Haben Sie gerade Schnitzel gesagt? Ja, oder ein Kaiserschmarrn oder was weiß ich. Schauen Sie sich doch um in der Natur. Was ein richtiger Hirsch ist, der hat doch auch immer mehrere Hirschkühe.
Das ist von jeher von der Schöpfung so vorgesehen. Aussteigen. 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 I could say bella, bella, even say wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. Da bist du. Ich hab da einen Tee gekocht. Verbene. Der beruhigt bei nervösen Erregungszuständen. Den habt ihr von mir zur Hochzeit gekriegt. Wir haben's ja. Guten Abend. Wollen wir? Sein Trenchcoat. Ja. Sein Trenchcoat und auch sein Hut, das können Sie alles mitnehmen. Und wenn Sie ans Grab kommen, dann bestellen Sie mal einen schönen Gruß. Ich hoffe, er ist mir nicht böse, dass ich noch den ein oder anderen Dauerauftrag gelöscht habe. Kalkreuth. Ja, ein Kalkreuth. Den hat er überglücklich von einer seiner vielen Einkaufstouren mit zurückgebracht. Ich weiß auch noch, wo er den her hat. Der hatte da ganz spezielle Anlaufstellen in Südtirol. Ich kenne ja alle seine geheimen Einkaufsquellen. Ich habe Wolfgang sehr oft auf seinen Reisen begleitet. Eigentlich immer. Wenn Sie meinen Mann noch ein einziges Mal Wolfgang nennen, dann landen Sie im Feuer bei seinen Sachen. Und ich bin sicher, Sie werden brennen wie Zunder. Sie wollten doch alles wissen. Ha, klein und minutiös, dann müssen Sie das jetzt auch aushalten. Oder soll ich gehen? Ich kann auch gehen. Er war mein Leben. Mein ganzes Glück. Und jetzt ist er tot. Meine Seele, die hat er mitgenommen. Er hätte mich niemals verlassen. Niemals. Ich weiß. Er hat sie geliebt. Aber mich hat er eben auch geliebt. Die
Die Kopfschmerztabletten sind vorne im Handschuhfach. Gib's. Nein, das sind die Blutdrucksenker. Seit wann nimmst du Blutdrucksenker? Gutshof scheint ja wieder Leben einzuziehen. Der gehört jetzt einem Schrotthändler aus Niederbayern. Stinkreich. Aber vielleicht ist er ja ein netter Kerl. Hat mich schon zweimal gegrüßt. So, jetzt mache ich dann schön den Tee. Nein, nein, danke. Ich muss gleich wieder los. Na, wir sehen, der hilft. Ach. Jetzt. Geht's denn? Ja, ja. Frau Steckenreiter. Herr Heidenreich. Ich wollte Sie übrigens zum Tee einladen. Wie? Zum Tee? Wann? Nächste Woche Dienstag, 3 Uhr, wenn es recht ist. Sowieso. Auf gute Nachbarschaft. War er das, dein Schrotthändler? Ja, das war er. Am Dienstag zum Tee. Da zieh ich mir ein schönes Dirndl an. Er macht das. Tschüss, Luzi. Andrea, halt! Warte mal, ich muss dir noch was sagen. Komm bitte noch mal rein. Ja? Ist wichtig. So, Mädi. Jetzt setz dich einmal her zu mir. Ich hab das noch nie jemand erzählt. Aber dir sag ich's jetzt. Der Vater von Wolfi hat auch ein Gespusi gehabt. Und nicht bloß eine. Immer auf seine Einkaufsfahrten. Gelegenheit macht Liebe. Weißt du, Andrea, die Männer, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, die Männer, die sind sich selber nicht gewachsen. Und wie hast du das verkraftet? Nein, viel gebetet habe ich. Fromm bin ich halt geworden und römisch-katholisch. Damals. Ich habe nicht auskönnen. Chefin? Hm? Die Verrückte ist schon wieder da. Welche Verrückte? Ja, die von neulich. Suchen Sie was Bestimmtes? Eine Straßenkarte von Südtirol. Straßenkarten gibt's an der Tankstelle. Ach, Sie haben keine? €8,90.
wenn Sie jetzt freundlicherweise noch das ein oder andere Kreuzchen einzeichnen würden. Was für Kreuzchen? Ja, die speziellen Anlaufstellen meines Mannes und der Flohmarkt, wo er immer seine ganz besondere Ware gekauft hat. Am liebsten gleich mit Straßennamen. Also an Straßennamen kann ich mich nicht erinnern. Aber Sie haben doch gesagt, dass Sie immer mit ihm, also, dass Sie dabei waren auf seinen Einkaufstouren. Es war jedes Mal wie Flitterwochen. Ja, und da sind Ihnen dann gleich alle Gedächtniszellen nach unten gerutscht? Genau. Ich weiß nicht, wie die Straßen heißen. Ich weiß nur, wo sie sind. Sie würden sie also jederzeit wiederfinden? Oh ja. Ich habe einen ziemlich guten Orientierungssinn. Tirol soll ja sehr schön sein. Ich weiß. Na, besonders um diese Jahreszeit. 1:10 zurück. Ach, bitte, jetzt lassen Sie mich doch hier nicht so rumeiern. Sie gehen jetzt nach Hause, holen Ihren Schminkkoffer, ich hole den Transporter aus der Garage und morgen früh geht's los. Ich verstehe nicht. Wir gehen auf Einkaufstour. Ich brauche dringend ordentliche Ware und Sie sind die Einzige, die Wolfgangs Quellen kennt. Sie wollen mit mir nach Südtirol fahren? Von wollen kann nicht die Rede sein, aber ich muss. Ja, aber ich nicht. Hören Sie mal. Wenn Sie nicht wären, wäre Wolfgang wahrscheinlich noch am Leben. Wie bitte? Ja, natürlich. Weil er nicht so überbeansprucht gewesen wäre. Und es hätte ihn wahrscheinlich nicht so früh der Schlag getroffen, wenn er nicht sein Geld und sein... Was weiß ich nicht noch alles in Sie reingesteckt hätte. Dass jetzt sein Laden und sein Lebenswerk, dass das nicht für die Hunde geht, das ist das Mindeste, was Sie ihm schuldig sind. Stadt. Ab Garmisch-Partenkirchen dürfen Sie dann sicher schon da im Tisch mit Seeblick für die Damen. Wo ist Wolfgang? Warum hast du ihn nicht mitgebracht? Ist er krank? Nein, er ist nicht krank. Er ist tot. Tot? Er ist tot? Elisabeth, das... Ist schon gut. Falls es Ihnen nichts ausmacht, ich bin hier die Witwe. Wie? Sie? Ja, ja. So, und jetzt hätte ich gerne die Speisekarte, jede Menge Rotwein und zwei Zimmer in möglichst weit auseinanderliegenden Stockwerken. Natürlich, gnädigste. So, ein Schluck halt noch, die Damen. Oh, danke. Nein, danke. Wenn Sie mir jetzt bitte mein Zimmer zeigen. Ja, die Sache ist ein bisschen kompliziert. Wir haben Hauptsaison und die Einzelzimmer sind alle belegt. Das Einzige, was ich Ihnen anbieten könnte, das wäre Doppelzimmer. Auch schon egal. Nehmen wir eben zwei Doppelzimmer. Ich glaube, Sie haben mich missverstanden. Wir haben nur noch ein Doppelzimmer frei. Ein einziges. Wenn Sie sich das teilen wollen. Teilen? Ja.
Sie werden im ganzen Dorf keine Unterkunft mehr finden. Wie gesagt, Hochsaison. Bitte, meine Damen. Also Moment mal bitte, mit ihr hier in einem Zimmer? Ist doch wunderschön, gell? Also, ist unsere Hochzeitsstuben. Konkursverfahren wäre vielleicht doch angenehmer gewesen. Also, meine Damen, schönen Aufenthalt. Sie schnarchen. Ja, ja, ich schnarche. Kein Wunder, dass Sie getrennte Schlafzimmer hatten. Wer? Wer hatte getrennte Schlafzimmer? Wolfgang und Sie? Hat er Ihnen das erzählt? Selbstverständlich. Wolfgang und ich, wir haben uns immer alles erzählt. Mhm. Und Sie haben das alles geglaubt? Ohne jeden Zweifel. Dann erlauben Sie mir, etwas klarzustellen. Wolfgang und ich warten nie getrennte Schlafzimmer. Keinen einzigen Tag. Bei ihm habe ich auch nicht geschnarcht. Natürlich nicht. Na gut, im Sex schnarche ich prinzipiell nicht. Von Greifenstein. Ich freue mich. Wiedersehen. Also dann, ja, bis zum nächsten danke schön. Mal. Ja, danke. Wiedersehen. Wiederschauen. Hab ich ja gesagt. So leicht geht's. Scusen. Scusen. Scusi, signore, a destra. Per favore, grazie. Come vogliono. Sì, grazie. Questa costa 18 euro, signora.
kann ich Ihnen behilflich sein. Suchen Sie was Bestimmtes. Nein, nein, danke. Ich schau nur ein bisschen. Lassen Sie eine ruhige Zeit. Das ist ein schöner Becher. Griechisch? Wir haben nur schöne Sachen. Aha. Was soll denn der kosten? Papp, kein Preis drauf. Nein, der pappt nichts. Da müssen wir meine Schwiegertochter fragen. Die kennt sich aus mit den Antiken. Ich bin zuständig für all die Platten und Schmuck. Aha. Wo ist sie denn? In Italien, auf Einkaufsreise. In Italien? Aha. Und wann kommt's wieder? Hoffentlich bald. Also ich melde mich dann, wenn es wieder da ist. Ist gut. Also wiederschauen. Der ist ja rattenscharf auf Sie. Auf mich? Ja, mir gängst. Na, auf die Chefin. Ja, sieht denn der nicht, dass sie Witwe ist? Na ja, vielleicht steht er ja auf Schwarz. Alles gut? Mhm. Klasse. Ja, Chefin, jetzt geht's wieder aufwärts. Ja. Ich bin so froh, dass du wieder da bist, Mädchen. Schau mal, Luzi, was ich dir mitgebracht habe. Ein Geschenk. Mhm. Oh, ein neues Butterengel. Ich danke dir. Ups. Hatten Sie eine gute Fahrt? Oh, danke. Ja, es war etwas anders als sonst. Ich bin seine Mutter. Servus. Servus. Schöne Sachen. Alex für dich. Viel Zeug. Also dann. Servus. Hoch erfreut, sehr angenehm. Ihr Hund zerstört gerade meine Rosen. Oh. Gelassen doch. Der freut sich halt. Ist nicht so schlimm, das macht überhaupt nichts. War sie denn brav? Ja, sehr. Er hat ja so eine nette Art. Das ist eine Sie. Rächen Sie sich. Was? Rächen Sie sich an Ihrem Mann. An meinem Mann. Ja. Und wie? Rächen Sie sich mit mir an ihm. Lassen Sie sich zum Essen ausführen. Was soll's denn geben, Wiener Schnitzel oder Kaiserschmarrn? Was Sie mögen, am liebsten beides. Was soll denn der Becher kosten? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Schauen Sie, da haben wir jetzt ein richtiges Problem. Das Blöde ist nämlich, dass ich, wenn ich mag, von einer Ausdauer bin, die manchmal schon an Sturheit grenzt. Es könnte also sein, dass ich über kurz oder lang noch mal bei Ihnen vorbeischaue und meine Einladung wiederhole. Da hilft Ihnen gar nichts. Also, Servus. Endlich ins Bett, Mädi. Wie hat sie dir denn gefallen? Wer denn? Na, wer wohl?
Ach so, die Geliebte deines Sohnes. Haben wir gar nicht so genau angeschaut. Eher flüchtig. Fräulein von Greifenstein hinten, Fräulein von Greifenstein vorne. Möchten Sie vielleicht noch einen Tassel Tee oder auch ein Scheiberl von meinem Früchtebrot? Das hat mein Sohn immer so gern gegessen. Nein. Den Tee, den hat der Domenico gekocht. Ja, aber du hast ihn serviert in einer Tasse aus der königlichen Porzellanmanufaktur. Schau, Andrea. Wann trinkt bei uns schon einmal der Adel Tee? Und ihr Großonkel, der war Vorleser bei seiner königlichen Hoheit, dem Prinzen Ludwig Ferdinand. Stell dir das einmal vor. Und jetzt gehst du schlafen. Luzi, wie soll ich denn schlafen? Guck dir das doch mal an hier. Die Bank hat mir den Hahn zugedreht. Das Finanzamt droht mit Pfändung und die Versicherung schickt schon die dritte Mahnung. Dazu habe ich noch jede andere Menge unbezahlter Rechnungen und einen nervösen Magen und mindestens 2 Promille im Blut. Blaues Blut. Also du hörst jetzt auf zum Saufen und gehst endlich ins Bett. Du musst nach vorne schauen, Andrea. Ja, Luzi. Alle sagen mir immer, ich soll nach vorne schauen, aber ich sehe nichts. Da ist nichts. Da ist es nur finster. Das ist, als wäre ich unter einer dicken, fetten, klebrigen, schwarzen Wolke begraben. Ist in Ordnung? Guten Morgen, Frau Steckenreiter. Bitte schön. Danke. Kriegt er schon wieder Blumen? Ich hab's ja versucht, aber je näher ich seinem Grab komme, desto höher steigt mein Puls. Und mein Blutdruck springt auch verrückt. Fängt sich denn so eine Scheußlichkeit auf? Ja, das ist eine neue Kundschaft. Irgend so ein reicher Fuzzi aus Niederbayern. Frau Steckenreiter, darf ich Sie mal was fragen? Hm? Wie viele von denen Tabletten nehmen Sie da so am Tag? Von den Blutdrucksenkern 2, von den Beruhigungstabletten 4, jede Menge Johanniskraut und bei den Schlaftabletten habe ich gerade den Überblick verloren. Ja, und eine leichte Fahne scheint mir haben Sie auch. Ich bin absolut stocknüchtern. Vielleicht kann ich Ihnen ja ein bisschen einen Überblick verschaffen. Mein Mann ist tot. Meine schöne Ehe hat sich nachträglich in Luft aufgelöst. Mein Geschäft steht kurz vor dem Bankrott. Und dann kommen Sie mit Ihrem Hormonblick und wollen mir helfen. Darauf habe ich gerade gewartet. So. Jetzt schauen Sie mal, was das ist. Ein Sportflugzeug. Genau. Und die Hälfte von dem Buschflieger gehört mir. Und der steht jetzt vollgetankt am Flugplatz und wartet auf uns. Wissen Sie, wenn man in der Luft ist
und von oben runter schaut, dann wird alles ganz klein. Die Stadt, der Mensch, die Sorgen. Man hat eine andere Perspektive. Man kriegt einen Überblick. Hm? Ach, Sie wollen mit mir? Für Sie würde ich sogar in Lupping fliegen. Also, geh mal. Vielleicht habe ich ja Glück und wir stürzen ab. Geh mal. So, das? Das ist mein Flugzeug. Oh. Und da steigen wir jetzt ein. Vorsicht. So. Hoppla. Hoppla. Sagen Sie mir, wann ich Sie zu faszinieren beginne. Kloster Andex. Da war ich Ministrant. Sie Ministrant? Na logisch. Es war so lange, bis Sie den heiligen Benedikt haben vergolden dürfen. Sag's nichts mehr, hä? Zum Beispiel alle Wallfahrtswege. Da bin ich rauf und runter gegangen, bis meine Füße ganz blutig geworden sind. Und zwei Monate später habe ich das Deckbild im Chorraum renoviert. Ist das nicht wunderschön? Na, jetzt schauen Sie halt mal hinunter. Ich kenne die Kirche. Ich habe da geheiratet. Da hat mir vor 20 Jahren mein Wolfgang die ewige Treue geschworen. Oje. Soll ich umkehren? Nein, nur bitte keine Kirchen mehr. Also gut. Dann bleiben wir jetzt zur Benediktenwand und zur Zugspitz. Was haben Sie da restauriert? Na ja, das Gipfelkreuz. Na ja, und als Gegenleistung für diesen grandiosen Ausblick laden Sie mich heute Abend bei Ihnen daheim zum Essen ein. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Ja, ja. Um Punkt 7 stehe ich auf der Matte. War was? Ja, das Telefon haben sie abgestellt. Und morgen drehen sie den Strom ab. Und der Weigert war schon wieder da wegen der Miete. Und Besuch haben sie auch. Lass mich raten. Das sind zwei Girandolen aus Silber. Barockkommode, Nussbaum, zweite Hälfte 18. Jahrhundert. Sechs Ochsenkopfstühle, Biedermeier. Sehr schöne Stühle. Will ich alles verkaufen? Kein Interesse.
Also diese Leuchter sind ein Geschenk von Prinz Ludwig Ferdinand an meinen Urgroßonkel. Fällt mir nicht leicht, mich davon zu trennen. Geht wohl zu Ende mit Ihrem Kunstbuchladen oder dem monatlichen Scheck meines Mannes. Er hat's vorausgesehen. Wer hat was vorausgesehen? Ihr Mann. Er hat geahnt, dass wir ohne ihn nicht zurechtkommen. Gehen Sie. Bitte. Soll ich einen Tee machen? Oder gleich einen Schnaps? In der Reihenfolge. Luzi! Was machst du in der Stadt? Ich muss aus meinem Häusl raus. Das ist doch Unsinn. Wer sagt denn sowas? Der neue Gutsbesitzer. Zuerst bietet er mir einen englischen Tee an und Löffelbiskuit und ein Glas Prosecco. Und dann schwärmt er mir vor. Eine Frau wie ich, die gehört doch in eine Nobelresidenz. Und wie ich ihm dann sag, ich fühle mich sehr wohl in meinem Häusl und er ziehe erst aus mit die Fürs voraus, schreit er mich plötzlich an, ich soll endlich ins Altersheim gehen. Und wenn nicht, dann setzt er mir die Miete so rauf, dass ich's nimmer der Zeugen guck. So ein Mistkerl. Was ist das? Dass mich der Herrgott so straft. Zuerst mein Mann und dann mein Bub. Und jetzt mein Häusl? Was ist das? Ich bin doch ein braver Christenmensch. Ich hab noch nie was gestohlen und lügen tue ich auch nicht. Fast nie. Jeden Tag nach dem Angelus läuten bete ich mein Ave Maria. Und für was? Für was? Jetzt komm erst mal rein, Luzi, komm. Mei, Mädi, da belastet dich mit meinen Sorgen. Und du schaust auch nicht gerade glücklich aus. Das ist nur äußerlich. Sag, haben wir vielleicht eventuell irgendwo noch einen Schluck Rotwein? Simmis! Hunger habe ich. Tut mir leid, ich war noch nicht beim Einkaufen und im Haus habe ich auch nichts. Das habe ich mir schon gedacht. Moment mal. Was will der von dir? Da denke ich am besten gar nicht erst drüber nach. An deine Witwenschaft denkst du bitte schon. Hoffentlich langt der Hummer für uns. Ich habe nicht gewusst, dass wir zu dritt sind. Sie glauben doch nicht, dass ich fähig bin, dieses arme Tier zu essen. Na ja. Ein Hummer. Also am besten schmeckt er in Salz gekocht, mit Schalotten, Pfeffer und Kümmel. Und dass diese armen Tiere nach dem Fangen wochenlang in Kühlhäusern gestapelt werden, ohne Nahrung. Bis so ein Rohling wie Sie kommt, um sie dann lebend in heißes Wasser zu werfen, damit haben Sie kein Problem. Na. Wir könnten doch wenigstens einmal probieren, jetzt wo er schon da ist. Ach, Luzi. Ein ganz kleines Stickerl. So, gute Nacht, Luzi. Andrea? Hm? So ein gutes Essen wie heute Abend kriege ich im Altersheim bestimmt nicht. Luzi. Du musst nicht in ein Altersheim, glaub mir. Naja, was soll denn das werden mit uns zwei? Ich hab kein Geld, du auch nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Bleibt ihr nur lang? Schlaf schön, Luzi. Morgen sehen wir weiter. Hm? Gute Nacht. Ja, gute Nacht, mein Mädchen.
Ja, ich würde mich dann auch schon so langsam auf die Socken machen. Vielleicht ein kleines Glas noch? Gern. Wenn Sie mich willenlos machen wollen. Unbedingt. Erzählen Sie mir doch noch ein bisschen was über Ihren neuen Kunden, diesen Schrotthändler aus Niederbayern. Na, über den haben wir doch schon den ganzen Abend gesprochen. Wenn man seinem Feind gegenübertreten will, dann muss man möglichst gut informiert sein. Also, manches Mal täte ich schon ganz gern wissen, was in Ihrem bezaubernden Köpferl alles so vor sich geht. Besser nicht. Schade. Also gut. Er ist reich. Er ist ein knallharter Geschäftsmann. Bevor ich den Auftrag bekommen habe, hat er Erkundigungen über mich eingezogen. Der ist in meine Werkstatt gekommen, aber als er dann meine ganzen Urkunden, meine Preise gesehen hat, habe ich den Zuschlag bekommen. Tja, wenn man einen gestempelten Hintern hat, geht alles ein bisschen einfacher. Was noch? Was noch? Ja. Ja, schaut ganz gut aus. Natürlich nicht so gut wie ich. Er sammelt. Er sammelt? Alles aus dem Umfeld von den bayerischen Königen. Vor allem der König Ludwig hat es ihm angetan. Wie uns allen halt. Mhm. Ja, gerade habe ich ein Bild von ihm restauriert. Margarete Maultasch. Morgen kriegt er's. Also vorsichtig ausgedrückt, die Dame ist wirklich von einer begnadeten Hässlichkeit. Ja. Aber wenn es um Adel geht, verklärt sich sein Blick, wird ganz mild, fast andächtig. Sie tragen ja gar keine schwarzen Klamotten mehr. Mein Trauerjahr hat sich kürzlich mit einem Schlag halbiert. Das freut den einsamen Wolf. Eine Wärmflaschen? Ich mach dir gleich eine. Nein, jetzt. Ja. Für mich jetzt auch höchste Zeit. Mhm. Also? Gute Nacht. Gute Nacht. Hoffentlich bis bald. Gute Nacht. Wie wär's mit einem Kaffee? Nein, danke. Sitz! Dann Tee, Mineralwasser, O-Saft. Warum sind Sie hier? Ich möchte mich weiterbilden. In Adelskunde. In Adelskunde? Ich hätte da eventuell eine Idee, wie wir beide unsere drohenden Insolvenz in den Griff bekommen könnten. Ludwig von Gottes Gnaden, König von Bayern. Pfalzgraf bei Rhein. Herzog von Bayern, Schwaben und Franken. Und etc. Fürst und Herr zu Kempten, Landgraf zu Leuchtenberg, gefürsteter Graf zu Mindelheim, Graf in der Mark zu Ravensburg, Otto Beuern. Mit etc. da werden wir nicht viel erreichen. Diese Einzelheiten interessieren doch sowieso kein Schwein. Oh, Ihre Umgangsform sollten Sie der Situation auch ein wenig anpassen. Was kommt jetzt noch alles mit? Die ganze Abteilung Bayern historisch. Bayern historisch? Sauber. So. Soll der auch mit? Ja, natürlich. Schreiben Sie, vergoldeter Becher aus dem Nibelungenschatz, Königliches Hof- und Nationaltheater, Rheingold, 1869. Und vermutlich Heiliger Gral.
Hat es zu König Ludwigs Zeiten eigentlich schon Teddybären gegeben? Wahrscheinlich schon, ja. Mhm. Entschuldigung, darf ich, ne? Kann ich mal Hund bitte? Geh aus. Danke. Servus. Servus. Sie heute da? Ja. Und wie? Morgen. Ah. Ja, servus. Wo kommt das ganze Zeug da draußen hin? Sperrmüll? Sperrmüll? Platz schaffen für Neues. Ja, schön war das gestern. Ja, das erste Mal, dass Sie nicht kratzbürstig waren. Ja, das war wohl ein Fehler. Geht schon wieder los. Habe ich einen wunderschönen, wuchtigen Stamm Lindenholz geliefert bekommen. Das beste Schnitzholz überhaupt. So ein Durchmesser. Und ich habe lange überlegt, was ich damit mache. Haben Sie vielleicht ein Schalal Tee für mich? Das ist gerade ganz schlecht, ich bin in Eile. Und nervös sind Sie auch. Warum eigentlich? Wegen mir? Vielleicht kommen Sie später noch mal wieder. Ich werde in der Zwischenzeit jede Menge Teebeutel besorgen. Nein, ich habe mir gedacht, hoppla. Ich habe mir gedacht, bevor ihr jetzt wieder die heiligen Figuren schnitzt oder die Englein oder das Krippelsach, werde ich sie schnitzen. Nackt. 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 Schnitzen können Sie also auch. Ja, sicher. Unser einer war ja schließlich auf der Akademie, auf der Restauratorenschule, auf der Ammergauer Schnitzerschule, Landesamt für Denkmalpflege. Wieso locke ich Sie eigentlich immer in meine Werkstatt rein, wenn Sie meine ganzen Urkunden nicht lesen? Tut mir wahnsinnig leid. Angefangen habe ich mit Kasperlpuppen fürs Marionettentheater. Ja, es müsste hinhauen. Aber zunehmen dürfen es nichts mehr. Sonst geht es mit dem Durchmesser nicht mehr aus. Herr Reiter, erstens, ich werde mich nicht von Ihnen schnitzen lassen. Weder angezogen noch nackt. Niemals. Und zweitens, wenn Sie endlich auf mich anzubaggern, dann glauben Sie mir, sowas wie Sie, so eine Mischung aus Monaco Franz und einsamer Wolf, hat mir in meinem Leben gerade noch gefehlt. Das sage ich doch. Also, Sonntag um 11. Servus. Habe die Ehre. Jetzt ist nicht mehr weit. Gleich geht's los. Schnell gehen, bevor der Bauschaum hart wird. Halt, stopp. Was machen wir hier eigentlich? Ich glaube, ich kann das nicht. Tut mir leid, wir müssen umkehren. Das ist eindeutig Betrug. Ja, das sagt die Richtige. Aber bitte, wie Sie meinen, schade ums Geld. Fahr ich zurück. Nein, halt, nein, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Alles klar? Klar. Klar.
Ja? Ja, bitte. Oh, ja. Guten Abend. Entschuldigen Sie bitte die späte Störung, aber ich glaube, wir haben hier ein kleines Problem. Sekunde, bitte. Fass den Schrotthaufen da weg. Ist kein Rastplatz, sondern meine Zufahrt. Lilios. Verzeihen Sie. Mein Name ist Elisabeth von Greifenstein. Ich bin Antiquitätenhändlerin aus München und wir sind mit einer sehr eiligen Ladung königlicher Bavarika unterwegs. Ja, und ausgerechnet jetzt streikt der Motor. Andrea Steckenreiter, guten Tag. Ja, der Wagen fährt leider nur noch im ersten Gang und um die Uhrzeit bekommen wir keinen Mechaniker mehr. Komm jetzt mal rein. Ja. Wieso? Ich hab. Ach so! Oh, danke. Nein, das ist sehr, sehr, sehr nett von Ihnen, aber das geht leider gar nicht, denn aus versicherungstechnischen Gründen dürfen wir diese sehr, sehr, sehr wertvolle Fracht keine Sekunde aus den Augen lassen. Lassen Sie es mich einmal machen. Max. Machen Sie sich keine Sorgen. Max wird das Eisentor schließen und den Wagen bewachen. Wenn es sein muss, ist mein Gut sicher wie vor Nox. Der Hund bleibt draußen. Der Hund kommt mit. Ja, ja. Ja, sein Halsband ist eine Erinnerung an Prinz Philipp von Dänemark. Einer seiner Dackel trug es. Ah, ja. Entschuldigung, ist das Ihre? Ach ja, sehr nett, vielen Dank. Dankeschön. Und das hier? Da ist noch was drin. Das gehört mir nicht. Das können Sie gerne behalten. Ist noch nicht ganz fertig, aber wenn erstmal die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind. Ist doch soweit schon ganz ansprechend. Margarete Maultasch. Ja, tolle Frau. Hat ihren Mann kurz nach der Eheschließung von der Burg gejagt. Stimmt. Und sie hat ihn angeklagt, weil er gewalttätig war und unfruchtbar. Man sieht es ihr gar nicht an. Aber sie ist meine beste Mitarbeiterin. Also. Wenn Sie mir schon verschweigen, wohin die Ware geht, könnten Sie mir eventuell sagen, woher sie kommt. Gut, es handelt sich um Auflösungen aus süddeutschem und norditalienischem Adelsbesitz. Bisschen genauer, wenn es geht. Unsere Kunden legen größten Wert auf Anonymität. Vielleicht eine klitzekleine Andeutung über den Inhalt? Ein Porträt der Kaiserin Elisabeth von Österreich. Öl auf Leinwand. Ein prunkvoller Tafelaufsatz mit einer Darstellung des Weinbergpalais des Königs, Gobelins, Memorabilien aus dem Umfeld der bayerischen Königshäuser. Ja, genau. Zum Beispiel zwei Prunkleuchter von Ludwig Ferdinand. Ihr Urgroßonkel war Vorleser bei ihm. Ja, und nicht zu vergessen, ein klitzeklitzekleiner, unglaublich geliebter Teddybär. Teddybär? Mhm. Und all diese schönen Objekte bekommen jetzt ein Zuhause in der Schweiz. In der Schweiz. Auch der Teddybär. Wenn Sie wüssten, wen dieser kleine Teddybär in den Schlaf begleitet hat, wen er über das schwere Hofzeremoniell trösten musste und mit welchen Tränen er getränkt ist, dann würden Sie etwas hoppla, etwas mehr Hochachtung vor ihm haben. Verzeihung. Nein. Schmeckt Ihnen der Wein nicht? Er ist vielleicht ein wenig ausdruckslos und derb. Und er hat Kork. Meiner nicht? Wenn ich mich nicht irre, hätte ich da noch ein ganz himmlisches Tröpfchen in meinem Keller für Ihren zarten Gaumen. Soll ich? Sie sollen. Kann ein bisschen dauern. Ich
Ich warte. Ja, das ist ein interessanter Herr. Jetzt ist mein Mann ein paar Monate tot und sie flirten schon mit anderen. Sie machen Ihre Sache sehr gut. Ja. Es ist enorm, wie Sie lügen können. Kommen Sie mal. Er hat angebissen. Und ob. Alles Gute zum Geburtstag, mein lieber guter Bub. Ich versteh's nicht. Ich wäre doch zuerst dran gewesen. Alles in Ordnung? Guten Morgen, Frau Steckenreiter. Heute hat er Geburtstag. Keine Blumen hat er gekriegt. Weder von seiner Frau, noch von seiner Geliebten. So schnell wird man vergessen. Ist das nicht traurig? Also, was die Andrea anbelangt, da kann ich Sie beruhigen. Sie redet von nichts anderem als von ihrem Sohn. Sie hat an Wolfi gebeten, dass er ihr ein Zeichen gibt. Also, dass er sich meldet. Von oben herab. Ein Zeichen? Von oben herab? Andrea, hat er gesagt. Der erste Mann, der nach meinem Tod auf dir droben liegt. Den schmeiße ich runter. Aha. Und? Hat er sich schon gemeldet? Das würde sie ihm nie antun. Niemals. Das darf ihn umbringen. Der Wagen ist leer. Natürlich ist er leer. Was? Ich habe die Ladung verkauft. Wie viel? 150.000 Euro in bar. Besten Grüßen von Herrn Heidenreich. Danke. Wo ist er denn? Er hat einen wichtigen geschäftlichen Termin. Übrigens, Ihr Wagen ist repariert.
Irgendein Unhold hat den Auspuff mit einer klebrigen Masse verstopft. Ach so. Wer macht denn sowas? Blöd. Danke, Max. Ich möchte nicht wissen, was heute Nacht sonst noch verstopft worden ist. Of all the girls I've known and I've known some, until I first met you I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you. Deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain, hoping to explain all the things that you do to me. Mehr gibt's nicht, tut mir leid. Alles Gute zum Geburtstag, nachträglich. Ach, übrigens, deine Geliebte, ich fürchte, sie hat dich gestern Nacht betrogen. Da kann man nichts machen. I could say bella, bella, even say wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain, find me a bit to shame. So kiss me and say you understand. So kiss me and say you understand. So kiss me and say you understand. Mädi! Andrea! Andrea! Was ist denn? Andrea, bist du alleine? Ja, natürlich bin ich allein. Was ist denn? Ich brauche deinen Rat. Aha. Auf meinem Konto ist eine Fehlbuchung eingegangen. 10.000 Euro. Andrea, Andrea, ich weiß wirklich nicht, ob ich dieser teuflischen Versuchung widerstehen kann. 10.000 Euro! Behalte das Geld, Luzi, das ist von mir. Damit ist die Mieterhöhung für dein Häuschen für die nächsten Jahre gesichert. Was? Wer? Also, Andrea? Hm? Wo hast du das viele Geld her? Das ist eine lange Geschichte. Komm, Gläschen Rotwein. Servus. Servus. Wo ist denn die Chefin? Drin im Laden. Ja. Oh mein, der Witwentröster. Hallo, ist jemand da? Hallo. Servus. Servus. Ich hätte eventuell eine Bombennachricht für Sie. Tatsächlich. Wo ist denn der Becher? Welcher Becher? Naja, die Trinkschale mit den griechischen Motiven, wo Sie immer die Stifte drin aufbewahrt haben. Wieso? Ja, es könnte sein, dass der finanzielle Engpass der Firma Kunstkabinett bald ein Ende haben wird. Ja, das könnte schon sein. Also, wo ist er? Verkauft. Verkauft. Ja. Wie viel? Höchstpreis. Höchstpreis? Ja, natürlich. Hören Sie, ich stehe seit 20 Jahren hier dem Geschäft. Ich bin schließlich keine Anfängerin mehr. Ja, das ist auch eine ganz besondere Rarität. Ich habe erst heute wieder einen gesehen. Beim Randolph Heidenreich auf dem Gutshof. Seine neueste Errungenschaft. Tatsächlich? Mhm. Er sagt, es gibt nur 4 Stück auf der Welt.
Britisches Museum, einer steht in der Schweizer Bank. Der dritte, wie gesagt, der Heidenreich. Und der vierte wurde im Februar in Zürich an einen privaten Sammler versteigert. Um 300.000 Euro. Könnte es sein, dass da was ganz arg schief gelaufen ist? Nein. Wir werden sehen. Je höher wir hinaufgehen, desto größer wird die Distanz. 300.000 Euro? So hoch fliegt kein Flugzeug der Welt. Naja, manchmal ist die Wahrheit halt doch lukrativer als so ein ausgekochter Schwindel. Sie sind mir ein sauberes Früchterl. Eine kleine Lüge schmückt jede Wahrheit. Das habe ich von meinem Mann gelernt. So, jetzt sind wir oben. Geht's nicht noch höher? Nein, nein, das passt schon. Das habe ich genau berechnet. Ich werde jetzt nämlich gleich das Steuer loslassen, sie in den Arm nehmen und küssen. Und ich werde ihn eine schallern. Ja, das habe ich zeitlich einkalkuliert. Also, ich nehme sie in den Arm, sie schallern mir eine, die Maschine kommt ins Trudeln und dann bleiben uns noch genau 7 Sekunden für unseren ersten Kuss. Also, packen wir's. Nein, niemals! Doch, doch. Nein! Welt total verrückt spielt. Eine Katastrophe. Emotional überfordert. Dann sollte man sich eine Siesta von den Krisen gönnen. Papa, jetzt chill mal. Ja, genau. Ich wusste, es wird mein Tag. Unsere Mittagsfilme mit Wellness-Faktor 10. Was machst du denn heute? Heute mach ich gar nichts. Keinen Finger krumm. Wo das Leben ein Ponyhof ist. Ja, okay, wir nehmen das. Ein Planschbecken. Eine Spielwiese. Und das haben wir jetzt noch gebraucht. Wo man sich einfach lieb hat. Wunderschön. Nein, das ist viel zu kitschig. Weil in harten Zeiten ein bisschen Schnulze gut tut. Ich bin heute etwas sentimental. Die Siesta von den Krisen. Montags bis freitags ab 14.30 Uhr im HR-Fernsehen. Love somebody. Love somebody. Mein Herz klopft immer noch. Heute in Visite. Die Umstellung auf Sommerzeit naht. Wer sich jetzt schon vorbereitet, kann Beschwerden vorbeugen. Schlaf eh schlecht und dann die Stunde merke ich extrem. Außerdem Schmerzen durch Myome an der Gebärmutter, wie die Gewebeknoten schonend behandelt werden können. Die Krämpfe sind so stark, dass
mir teilweise übel davon wird, schwindelig wird. Und scharf, lecker und gesund. Warum fermentierter Kohl gut für den Darm und das Immunsystem ist. Schönen guten Abend, willkommen bei Visite. Endlich Licht am Horizont. Es wird langsam wärmer und am 31. März stellen wir die Uhren wieder eine Stunde vor. Ich persönlich freue mich drauf. Aber viele Menschen haben Probleme mit der Umstellung auf die Sommerzeit, fühlen sich plötzlich nicht mehr leistungsfähig, kommen völlig aus dem Rhythmus. Und diese Probleme sind nicht eingebildet. Volker Ide hat das recherchiert und auch, was wir tun können, damit die Umstellung verträglicher wird. Mit jeder Sekunde rückt sie näher, die Sommerzeit. Wieder müssen wir uns umstellen, verlieren eine Stunde Schlaf. Für viele Menschen ist es jedes Jahr ein Kampf, damit fertig zu werden. Am ersten Wecker klingeln, aufstehen. Klappt meistens nicht, aber das ist eigentlich die beste Alternative, ja. Viel frische Luft und bewegen. Direkt aufstehen, duschen, fertig. Es nervt ein bisschen, ehrlich gesagt. Es wäre schöner, wenn es nicht wäre. Leichter fällt es, wenn man sich gezielt vorbereitet, sagen die Schlafmediziner hier im Hamburger Klinikum St. Georg. Wie das geht, dazu später mehr. Vorbereitung ist deshalb sinnvoll, weil die Umstellung auf Sommerzeit den Körper belastet und bei einigen Menschen sogar schwere gesundheitliche Folgen haben kann. Schlaganfälle treten häufig auf, vor allem in den ersten 4 Tagen, in den ersten 2 Tagen nach Zeitumstellung ist es so, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftreten können, Herzinfarkt, akutes Vorflimmern zum Beispiel. Ein Risiko vor allem für Vorerkrankte. Aber auch Gesunde spüren die Auswirkungen der Umstellung auf Sommerzeit deutlich. Ich schlafe schlecht und dann die Stunde merke ich extrem. Je älter man wird, umso mehr merkt man das. Ich wach zu früh auf oder ich bin vor allen Dingen viel zu früh müde. Man ist irgendwie immer kaputt, finde ich. Das fehlt irgendwie, diese eine Stunde. Besonders leiden darunter Menschen, die ohnehin Schlafstörungen haben, so die Schlafmediziner. Aber auch solche, die im Schichtdienst arbeiten und sehr früh aufstehen müssen. Das bedeutet natürlich, dass sie noch geräteter sind, eine höhere Tagesmüdigkeit haben, viel anfälliger sind für Unfälle beispielsweise, weil sie eben nicht so wach sind. Tagsüber einschlafen, im Sitzen zum Beispiel, wenn sie zur Ruhe kommen oder was gegessen haben. Das ist so der typische Effekt. Der Grund dafür ist unsere gestörte innere Uhr. Hier an der Universität Lübeck erforschen Chronobiologen, wie diese funktioniert. Schon in den 70er Jahren haben amerikanische Wissenschaftler ein Uhrengen entdeckt, das in jeder Körperzelle den Takt angibt und den Stoffwechsel steuert. Jede Zelle in unserem Körper hat diese Uhrengene. Jede Zelle hat wahrscheinlich auch eine eigene Uhr. Da, wo man nachgeschaut hat, hat man auch eine gefunden. Aber im Gehirn gibt es so eine Zentraluhr, nach der sich alle anderen Uhren richten. Die ist direkt mit dem Auge verbunden und dann kann das Licht, was über das Auge wahrgenommen wird, dafür sorgen, dass diese Zentraluhr immer mit dem äußeren Tag-Nacht-Zyklus synchron läuft. Und das läuft so. Im Gehirn trifft der Lichtreiz auf ein kleines Zentrum. Das informiert die Uhrengene im Rest des Körpers, ob Tag oder Nacht ist. Die inneren Uhren in den Körperzellen haben aber auch jeweils einen eigenen Takt, steuern im Tages- und Nachtverlauf viele wichtige Körperprozesse, zum Beispiel den Blutdruck, die Hormonausschüttung und die Aktivität des Immunsystems. Stellen wir die Uhr eine Stunde vor, hinken unsere inneren Uhren erst einmal hinterher. Wir leben gegen den inneren Rhythmus und das bringt den Körper durcheinander. Das heißt, die Vorbereitung ist eigentlich im Körper noch nicht so weit, aber wir stehen schon auf eine Stunde früher, der Wecker klingelt, wir werden aktiv, wir treiben auch dadurch natürlich den Blutdruck nach oben, aber die restlichen Gefäße und so sind eigentlich noch nicht darauf eingestellt. Bei gesunden, jungen Menschen kein Problem. Wenn man aber sowieso Risiko hat, dann kann das dann tatsächlich auch bei einigen dazu führen, dass dann der Herzinfarkt auftritt. Und das ist genau das, was wir in der Statistik sehen. Die inneren Uhren können darüber hinaus auch die Wirksamkeit von Medikamenten beeinflussen, so die Medizinerin Angela Relogio von der Medical School Hamburg. Es gibt eine gewisse Zeit, die bessere ist, um Medikament zu nehmen, sodass Nebenwirkungen reduziert sind und die Wirksamkeit erhöht. Die Umstellung der Uhr um nur eine Stunde ist meistens kein Problem, so die Forscherin. Im Zweifel sollten Menschen, die zu einem festen Zeitpunkt Medikamente einnehmen müssen, aber mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin sprechen.
Wenn die innere Uhr durch die Sommerzeit aus dem Takt gerät, kann das vielfältige Auswirkungen auf den Körper haben. Das gilt vor allem für Spätaufsteher, die sogenannten Eulen. Es gibt Menschen, bei denen ist die Uhr eher früh getaktet, das sind die Frühaufsteher, die Lerchen. Es gibt welche, bei denen ist es aber auch extrem spät, das sind immer die, die morgens eigentlich nie so richtig in die Gänge kommen und die man dann erst nachmittags ansprechen darf. Die brauchen erwiesenermaßen auch länger, bis sie ihren Schlaf-Wach-Rhythmus adaptiert haben. Die verlieren am meisten Schlaf in den ersten Tagen und die sind entsprechend auch von vielen der gesundheitlichen Probleme am stärksten betroffen. Die durchschnittliche Aktivitätskurve des Menschen steigt morgens nach dem Aufwachen stark an. Nach dem Mittagstief folgt ein zweites Leistungshoch. Bei Frühaufsteher, den Lerchen, beginnt diese Kurve hier gelb früher. Die Eulen hingegen kommen erst viel später in Schwung, hier blau. Die Eulen, und das sind mit Abstand die meisten, müssen nach der Umstellung auf Sommerzeit viel zu früh aufstehen und dann den ganzen Vormittag gegen den Biorhythmus ankämpfen. Es gibt aber Tipps, wie man den Körper gut auf die Sommerzeit vorbereiten kann. Etwa 6 Tage vor der Umstellung jeden Tag 10 Minuten früher zu Bett gehen und auch 10 Minuten früher aufstehen, um den Körper langsam an den neuen Rhythmus zu gewöhnen. Das ist ja genauso wie wenn Sie jeden Morgen um 5 aufstehen müssen, dann sind Sie irgendwann noch von alleine wach, wenn Sie natürlich früh genug ins Bett gegangen sind. Also. Wenn die Uhr einmal vorgestellt ist, dann morgens nicht lange liegen bleiben, sondern sofort aufstehen und frühstücken. Ich würde auch dazu raten, möglichst das Frühstück von Anfang an gleich die Stunde nach vorne zu stellen, weil über dieses metabolische Signal können wir die Uhren in unseren Stoffwechselorganen ganz effizient verstellen. Und ganz wichtig, raus ins Tageslicht, ob Frühsport im Park oder zu Fuß zur Arbeit. Viel Licht am Morgen hilft, die inneren Uhren schneller zu synchronisieren. Nach etwa einer Woche haben die meisten Menschen sich dann an den neuen Rhythmus gewöhnt. Das folgende Thema betrifft Frauen, viele Frauen. Es geht um Myome, gutartige Tumore in oder an der Gebärmutter. Jede zweite 50-Jährige hat mindestens ein Myom, sagen Expertinnen. Während die meisten nichts davon merken, leiden manche Frauen aber während ihrer Periode regelmäßig unter furchtbaren Schmerzen. Nicht selten wird ihnen dann zu einer Gebärmutterentfernung geraten. Dabei gibt es in den meisten Fällen wesentlich schonendere Behandlungsmöglichkeiten. Tina Roth. Sarah Arnold hat jeden Monat heftige Schmerzen. Immer dann, wenn sie ihre Regel hat. Ich glaube, dass so das Thema Schmerzen, irgendwie, was mit der Periode zusammenhängt, war bei mir schon immer so ein Thema. Ich hatte schon relativ früh relativ starke Schmerzen. Doch seit 3-4 Jahren sind diese Schmerzen unerträglich geworden. Selbst hochdosierte Schmerzmittel, die sie dann nimmt, bringen fast nichts. Es fühlt sich eigentlich an, als würde jemand einfach irgendwie meine Gedärme rausreißen. Die Krämpfe sind so stark, dass mir teilweise übel davon wird, schwindelig wird. Ich habe Schweißausbrüche, ich muss mich übergeben. Wirklich, dass ich dann stundenlang eigentlich nur da liege und irgendwie hoffe, dass die Schmerzmittel, die ich genommen habe, irgendwie bald anfangen zu wirken, damit ich nicht schmerzfrei bin, aber auf einem Level bin, wo ich irgendwie nicht denke, ich muss jetzt gleich einen Krankenwagen rufen, weil ich einfach es nicht mehr aushalte. Die Ursache ihrer starken Periodenschmerzen: Myome, gutartige Tumore in der Gebärmutter. Sie können unterschiedliche Größen und Formen haben. Manchmal sitzen sie innen in der Gebärmutterhöhle, manchmal in der Wand und manchmal außen. 40-80% aller Frauen haben im Verlauf ihres Lebens Myome. In den allermeisten Fällen stören sie nicht. Gynäkologe Dr. Simon Günther nennt sie dann unkomplizierte Untermieter. Die meisten Frauen wissen gar nicht, dass sie Myome haben. Oftmals sind das Zufallsbefunde im Rahmen der Ultraschalldiagnostik bei der gynäkologischen Früherkennung. Also nicht jedes Myom muss man behandeln. Rund 10-15% der Myome aber, schätzen Fachleute, machen Ärger. Größere Myome können zum Beispiel auf benachbarte Organe drücken, wie die Blase oder den Darm. Und sitzen Myome in der Gebärmutterschleimhaut, verursachen sie dort manchmal heftige Schmerzen und extreme Blutungen während der Periode. Problematisch ist erstmal den Alltag mit Blutverlust zu erleben, wenn man stark menstruiert. Und das geht auch mit starken Kontraktionen oder Unterleibsziehen einher.
kann man den Alltag nicht immer gut machen. Und sukzessive wird man Blut verlieren. Wir sind manchmal selber überrascht, wie ausgeprägt ein Blutverlust über die Monate, über die Jahre sein kann. Das Problem? Die Myome verändert die Gebärmutter. Sie kann sich nicht mehr richtig zusammenziehen. Die für die Menstruation wichtigen Kontraktionen werden so zur Qual. Bei Sarah sind die Blutungen und Schmerzen in den vergangenen Jahren immer schlimmer geworden. Trotzdem überlegt sie, kann sie nicht durchhalten, abwarten? Spätestens mit der Menopause, also der letzten monatlichen Blutung, werden die Myome Ruhe geben. Vor allem im Alter zwischen 35 und 50 Jahren leiden Frauen an Myomen, denn die benötigen das fällt auch die Regelblutung selbst als Ursache für die Beschwerden weg. Doch bis dahin sind es bei Sarah wahrscheinlich noch einige Jahre. Sie ist 41. Dadurch, dass die Belastung durch den Schmerz doch so intensiv ist, wie sie ist, war es irgendwann nicht mehr so eine richtige Option, einfach abzuwarten irgendwie. Ja. Also in den Phasen dazwischen vielleicht schon. Aber sozusagen immer, wenn ich in diesem Schmerz drin war, weißt du, nee, du musst dich kümmern, du musst gucken, was, das geht so nicht mehr. Ihre Frauenärztin hat ihr verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen. Das operative Herausschneiden der Myome oder auch gleich die Entfernung der gesamten Gebärmutter. Sarah zögert. Einfach so dieses Gefühl, ja, was rauszunehmen, was eigentlich an sich ein gesundes Organ ist und ja auch seine Berechtigung hat, da zu sein und ja, auch glaube ich, über das Thema Kinderwunsch hinaus ja trotzdem eine Berechtigung hat, einfach da zu sein, wo es ist. Ne? Ja, also was für mich dann eigentlich klar war, nie Gebärmutter entfernen, das kommt für mich nicht in Frage. Über Monate recherchiert sie, liest Fachartikel und stößt auf ein Verfahren aus den USA, bei dem die Myome erhitzt werden, dadurch schrumpfen und absterben. Kliniken in Deutschland bieten diese Radiofrequenztherapie bereits an. Doch Sarahs Gynäkologin reagiert zunächst skeptisch, als Sarah sie darauf zum ersten Mal anspricht. Was mich aber gefreut hat, als ich jetzt das letzte Mal da war und die Einweisung geholt habe, war es tatsächlich so, dass sie auf einer Fortbildung auch davon gehört hatte und ja, irgendwie das Thema bei ihr, unabhängig von mir, jetzt auch irgendwie nochmal anders da war, dass es diese Methode jetzt gibt. Und das, ja, fand ich schön. Das hat mich irgendwie gefreut und beruhigt. So. Nach mehreren Vorgesprächen und Untersuchungen vor einigen Monaten in der Klinik steht fest, die Myome können bei Sarah mit der Radiofrequenztherapie behandelt werden. Und heute ist es soweit. Gynäkologin Dr. Tina Kadenbach-Blome wird den Eingriff durchführen. Wir haben jetzt eine ausreichende Datenmenge, um wirklich valide sagen zu können, dass diese Methode eigentlich zumindest was jetzt die Invasivität angeht und was die Verweildauer im Krankenhaus angeht und was das Beeinträchtigtsein der Patienten angeht, deutliche Vorteile hat gegenüber herkömmlichen Operationen. Denn bei denen müssen die Myome aus dem Gewebe der Gebärmutter herausgeschnitten werden. Bei der Radiofrequenztherapie dagegen werden sie lediglich erhitzt. Man sieht hier eben den Schaft und dieser Bereich wird in die Gebärmutterhöhle eingeführt. Und dann ist hier an der Spitze der sehr kleine Ultraschall. Als nächstes erfolgt das Fixieren des Myoms. Das heißt, diese Fixationsnadel wird vorgeschoben und die hält im Grunde genommen das Myom fest. Dann werden die Elektroden vorgeschoben. Das bedeutet eine Erhitzung auf 105 Grad in diesem Bereich. Und diese Erhitzung soll dafür sorgen, dass Sarahs Myome endlich aufhören, ihr jeden Monat das Leben schwer zu machen. Und mir gibt es einfach ein bisschen Sauerstoff vor die Nase. Der Eingriff erfolgt unter einer kurzen Vollnarkose. So, jetzt geht's los. Und das Rote ist der Ablationsbereich. Und jetzt kommt die Nadel vor, kann man hier ganz schön sehen. Jetzt erreiche ich die Myomkapsel, jetzt kommen die Elektroden raus. Da kommen sie. Je nach Größe des Myoms dauert das Erhitzen 1 bis 2 Minuten. Los, das wollte ich haben. Perfekt. Bei Sarah waren es insgesamt 6 Myome. Eine halbe Stunde hat der Eingriff gedauert. Oh, hallo.
Also wir konnten alle Myome, die wir vorher ja auch im Ultraschall gesehen haben, erreichen. Und jetzt brauchen sie natürlich ein bisschen Geduld. Sarah ist erschöpft, aber erleichtert, alles hinter sich zu haben. Zur Kontrolle wird sie noch eine Nacht in der Klinik bleiben. Ja, und ich freue mich, dass Frau Dr. Kaltbach-Blume jetzt bei mir im Studio ist. Und gleich mal die Frage, vor 4 Wochen ungefähr war das, ne? Wie geht's denn Frau Arnold jetzt? Also ich habe heute noch mal mit ihr telefoniert und was ich sehr schön fand, war, dass sie wurde Mitte der Woche behandelt und konnte am folgenden Montag ihre normale Arbeit und die Tätigkeiten wieder aufnehmen. Also es war wirklich kurz, dass sie eine Beeinträchtigung hatte. Über die Wirkung der Methode können wir noch nichts sagen, weil das dauert einfach ein paar Menstruationszyklen, bis man da sagen kann, dass es funktioniert. Ja, aber dass es funktioniert, ist ja schon in Tausenden von Einsätzen bewiesen. Ne? Nur wie genau und wie weitreichend jetzt Frau Arnold, das sehen Sie dann noch. So habe ich es verstanden. Genau. Für welche Patientinnen eignet sich diese Methode? Also für viele Patientinnen, weil es kommt vor allen Dingen auf die Lage der Myome an. Und es geht halt nicht bei den Myomen, die zum Beispiel außen gestielt an der Gebärmutter dran hängen oder Myome, die gestielt in die Gebärmutterhöhle reichen. Aber alle Myome, die in der Wand der Gebärmutter sitzen oder zu einem größeren Anteil in der Wand der Gebärmutter sitzen, die können wir mit der Methode erreichen und damit dann auch behandeln. Nun ist eine andere Methode auch schon länger bekannt und auf dem Markt, die Embolisation, bei der Kunststoffkügelchen, glaube ich, auch zur Verödung eingesetzt werden. Wie ist der Stellenwert jetzt im Vergleich zu dieser Radiofrequenz?